Hallo Bull-Freunde. Wo darf ich mich auf dem Spielfeld aufhalten, wenn der Gegner seine Kugeln spielt? Ich zeichne es euch auf. Zuerst zeichne ich die Zielkugel und den Wurfkreis. Stellt euch dazu eine gerade Linie zwischen den beiden vor. Dann zeichne ich 5 Linien, um die verbotenen und erlaubten Zonen zu zeigen. Rechtwinklig zu der gedachten Linie zwischen Zielkugel und Wurfkreis zeichne ich je eine Linie durch die Zielkugel und die Mitte des Wurfkreises. Da ich mindestens 2 Meter Abstand zu Zielkugel und Wurfkreis haben muss, zeichne ich in diesem Abstand je eine Linie rechts und links zur Mittellinie, damit der Abstand eingehalten bleibt. Dann noch eine letzte Linie quer 2 Meter hinter dem Wurfkreis und ich kann die erlaubten Bereiche grün und die verbotenen rot einzeichnen. Welche Bereiche sind erlaubt? Hier, 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 hier und da. Und die verbotenen Bereiche? Das ist hinter der Zielkugel. Alles, was zwischen Zielkugel und Wurfkreis ist, einschließlich der Mitte des Feldes. Und dazu alles in 2 Metern Abstand um den Wurfkreis herum. Nun, Bandul-Freund, befolge die Regeln sorgfältig, denn du bist der Nächste, der dann spielen wird. Als Eselsbrücke zu merken, erinnere dich an das rote Kreuz. Auf geht's zur nächsten Runde.